Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Coach. Lower, the Law of Attraction, das Universumgesetz der magnetischen Anziehung, das auf jeden Menschen wirkt, das da besagt, was du selbst aussendest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Das erzeugt Vibrations im Raum. Und dein Körper, deine Mitmenschen, deine Umwelt reagieren entsprechend darauf. Erkenne dich selbst in deiner persönlichen Welt. Was du siehst, das wirst du ernten. Es gibt geistiges Heilen. Das ist heute mein Thema. Darüber möchte ich sprechen. Jede Heilung ist im Grunde geistig. Wenn du geistig, bewusstseinsmäßig voller Groll und Ärger und Zorn und Ohnmachtsgedanken und Wut und Schuldzuweisungen bist, dann ist es nahezu unmöglich, dass du entspannt und gesund bist. Das passt irgendwie nicht zusammen, denn dein Kopf muss offen und frei sein für das Empfangen von Heilenergie. In den 50er Jahren hat es einen großen Heiler in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeben, Bruno Gröning. Und ich habe mir in den letzten Tagen den YouTube-Kanal des Freundeskreises von Bruno Gröning angeschaut. Und Bruno Gröning sagte, nichts ist unheilbar. Heilung ist für jeden Menschen möglich. Doch man muss an das Gute glauben, an die Liebe glauben, sich öffnen, wie Bruno Gröning es nannte, für den Heilstrom. Du musst dich öffnen. Gott ist in dir und schickt dir permanent Heilstrom und Energie. Der Einzige, der das blockieren kann, bist du selbst mit Groll und Ärger und Trauer und Ohnmacht und Wut. Damit blockierst du den Heilstrom, die Heilenergie, die ständig durch deinen Körper durchfließt. Was es braucht, ist ein offenes, neues Mindset. Es braucht Vergebung deinen Mitmenschen gegenüber und dir selbst gegenüber, damit du wieder in diese Heilschwingung kommst, die ständig durch dich durchfließt. Alles ist heilbar. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, wieder mehr Heilung zu empfangen, mehr Energie zu bekommen und deine Träume zu leben. Ich rate dir nicht ab, zu einem herkömmlichen Arzt zu gehen, doch ich rate dir an, dich zu öffnen für die Heilung, die aus deinem Inneren zu dir strömt. So wie Bruno Gröning angeraten hat, sich zu öffnen für das Gute und für die Liebe und für die Vergebung, so rate ich auch dir, dich zu öffnen für Liebe, für das Gute, für das, was sich gut anfühlt für dich. Folge deinem guten Gefühl. Und du kommst am richtigen Weg. Gerne coache ich dich ein paar Wochen auf deinen Heilweg. Melde dich. Ciao.